Hallo, liebe Deutschlernende. Leute, die du inspirierst, inspirieren dich. Ja? Das ist das Thema dieses Videos. Ja? Es ist praktisch ein Kreislauf. Du inspirierst andere und andere inspirieren dich. Und das wird dann ein sehr schöner Kreislauf, ja, das wird ein Kreislauf, der als Resultat hat, dass du immer inspirierter wirst und dass die Leute auch immer inspirierter werden, ja. Bei mir ist es so, dass ich euch inspiriere und was ihr macht, das inspiriert mich auch, ja, was ihr macht, inspiriert mich auch und dadurch inspiriert ihr mich und dadurch inspiriere ich euch und so weiter. Ja? Also gerade wenn ich sehe, dass manche Leute, die lange Deutsch gelernt haben, jetzt sehr viel Zeit investieren, weil ich sie inspirieren konnte, ja? Und immer besser werden. Oder gerade die Leute, die mir schreiben, hey Marco, ich habe dich vor einem Jahr entdeckt und jetzt spreche ich viel besser Deutsch. Das inspiriert mich sehr. Ja, das finde ich immer total toll. Und dadurch kann ich euch auch weiter inspirieren. Und der Grund, warum ich auch gerade jetzt auf dieses Thema gekommen bin, ist, weil ein Kumpel mich letztens total überrascht hat. Ja, er hat bestimmte Dinge getan, also mit seiner Arbeitsethik, ja, sie hatte mehr Energie in seine Projekte gesteckt und hat besseres Zeitmanagement und so weiter. Und ich habe gesagt, wow, das finde ich echt inspirierend, was du machst. Und dann meinte er zu mir, und das hat mich total überrascht, du hast mich inspiriert, das zu machen. Und ich dachte mir, wow, ja, ich meine, er hat etwas getan, was ich sehr inspirierend fand. Und der Grund, warum er das gemacht hat, war ich. Ja. Und ich meine, in dem Moment fand ich mich selbst gar nicht so inspirierend. Ich dachte mir, naja, ich habe in letzter Zeit nicht so viel von dem getan, was ich eigentlich tun wollte. Ja. Dachte ich, Und dann habe ich gehört, was er macht, dachte mir, wow, das ist ja richtig toll. Das möchte ich auch machen, ja. Aber er hat das nur aus dem Grund, also nicht nur, aber er hat das hauptsächlich aus dem Grund getan, weil ich ihn inspiriert habe. Und das, denke ich, ist total toll, ja. Es kann auch gegenteilig passieren, ja. Also wenn du Leute um dich herum hast, die sehr negativ sind und die immer meckern und die immer nur Schlechtes sagen, dann kann dich das auch runterziehen. Ja, Leute, die deprimiert sind, können dich deprimieren. Das möchte ich nicht für dich. Ja, also sei vorsichtig, von wem du dich beeinflussen lässt. Aber im Idealfall ist es so wie hier. Du inspirierst andere und andere inspirieren wiederum dich. Und dazu gehört natürlich auch, dass man offen bleibt, dafür inspiriert zu werden, und dazu gehört, dass man auch handelt. Ja. Ich finde es sehr faszinierend, wie ich zwei unterschiedliche Antworten bekomme auf ein und dieselbe E-Mail, die ich verschicke. Ja. Einer sagt mir, wow, Marco, diese E-Mail war total inspirierend, du hast recht. Ich werde jetzt mehr Zeit investieren ins Deutschlernen. Danke, dass du geschrieben hast. Danke, dass du mir Mut gemacht hast und so weiter. Und jemand anders schreibt mir, Marco, du bist in letzter Zeit so negativ und so aggressiv und so unhöflich. Ja? Dieser Mensch war nicht offen dafür, sich inspirieren zu lassen. Ja? Und der andere Mensch, der war offen dafür und hat sich von mir inspirieren lassen. Und natürlich möchte ich versuchen, dass ich möglichst viele Leute inspiriere und möglichst wenig Leute, ja,
verwirre in dem Sinne, dass sie denken, was ich mache, ist irgendwie aus negativen Beweggründen. Nein, also alles, was ich mache, alles, was ich schreibe, all meine E-Mails sind dazu gedacht, dich zum Handeln zu bewegen. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später. Tschüss!